Moin Leute, endlich sind Ferien und jetzt habe ich auch mehr Zeit für die Videos. Ich bin jetzt zwar krank, vielleicht hört man's. Ja, ich denke, man hört's. Aber das ist mir gerade scheißegal. Hoffentlich hat euch der Anfang gefallen. Ich bin jetzt endlich mal dabei, die Videos selber zu machen und sie nicht immer von meinem Kumpel machen zu lassen. Dann hat der auch ein bisschen mehr Zeit. Auf jeden Fall zu den Themen. Ihr habt vielleicht gestern schon das Gameplay aus der Beta gesehen, das vermeintlich geleakt wurde, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das von dem 343-Mitarbeiter stammt, weil es ja nicht das erste Mal ist, dass Entwickler solche Möchtegern-Videos raushauen, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt es euch an. Wir packen den Link einfach in die Beschreibung rein, also macht euch keine Umstände. Aber jetzt zum Inhalt der Folge. Also wir haben mehrere neue Bilder, auf denen sieht man unter anderem zwei neue Waffen. Dann auch eine Armor-Ability, die mich ziemlich krass überwältigt hat, sage ich jetzt einfach mal, weil ich es nicht so erwartet habe. Ein Weapon-Drop und ein Ghost. Und das ist alles halt in-game, also es sind richtige in-game-Screenshots. Dann zeigen wir euch noch ein paar Skins, die man bekommt, wenn man hier und da vorbestellt. Die Loadout-Einstellungsmöglichkeiten, also in den Menüs, was da noch alles geht. Ein Screenshot, warum es diese Gerüchte gab, dass Halo 4 vielleicht für PC kommen wird. Und noch zwei neue Bilder von dem Xbox Dashboard, das zu Halo 4 rauskommen wird und eben die Umgebung, die man darauf sieht. Also wir fangen direkt einfach mal jetzt mit den neuen Screenshots an. Und zwar kenne ich da eine interne Quelle, die ich jetzt hier nicht nennen darf, aber so viel darf ich sagen. Er hat mir ein paar Infos gegeben, die sich durch die Bilder eben bestätigen werden. Und zwar fangen wir jetzt erstmal mit dem größten Aufruhr oder was auch immer an, und zwar ist es dieses Bild hier. Das Teil nennt sich Hard Light Shield und ist so eine Art Schakalschild eben. Und zwar ist es eine Armor Ability, also man kann das in dem Menü für die Armor Abilities auswählen. Dazu gebe ich euch später auch noch einen Screenshot. Keine Ahnung, wie das genau funktionieren soll, weil er hat gesagt, mit seinem Kumpel, also er hat es bei einem Kumpel gezockt, hat er eine Art geschützt. Also so ein Turret ausprobiert, das man dann werfen kann und das die Gegner eigenständig abschießt. Dazu werdet ihr später auch noch was sehen. Was jetzt hierbei interessant ist, wir sehen hier Point A, B und Point C. Also es handelt sich um so eine Art Capture the Flag oder Territories wahrscheinlich. Und die Karte ist eine Schneemap sozusagen. Also er hat auch gesagt, es wird eine Multiplayer-Landschaft geben, die im Schnee spielen wird. Und man sieht es hier eindeutig auf dem Screenshot, auf dem hier auch nochmal. Und es ist auch eindeutig aus Halo 4, weil es sich hierbei um die gleiche Karte und auch die gleichen Anzeigen handelt. Und wir sehen ja hier auch das Kampfgewehr. Und es sieht eben genauso aus wie in Halo 4. Und ich sage verdammt oft und, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Das Bild hier ist jetzt eigentlich weniger spektakulär. Vor allem sieht es ziemlich schlecht aus von der Qualität. Aber wir können hier eindeutig das Sturmgewehr erkennen. Hat sich im Vergleich zu Halo Anniversary oder Halo 3 nicht wirklich verändert. Wer weiß, was sich da noch tun wird, aber finde ich auch nicht unbedingt schlimm. So, jetzt kommen wir erstmal zu den neuen Waffen. Und zwar, was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Entweder es ist so ein Target Locator aus Halo Reach, also dieser Marker für einen Bombenschlag, aber ich könnte mir das nicht im Multiplayer vorstellen, da das ziemlich overpowered wird. Oder es ist so eine Art Pistole oder SMG irgendwie mit einem X-Ray-Visier. Ich habe echt keinen Plan, also dazu kann ich euch wirklich nichts sagen. Und das ist die zweite neue Waffe. Meine Quelle hat mir gesagt, dass es eine neue Allianzwaffe geben wird, die nennt sich Storm Rifle. Das ist so eine Art Erweiterung zu dem Plasmagewehr eben. Und die schießt auch vollautomatisch, also ist praktisch fast die gleiche Waffe. Ich frage mich, ob es sich jetzt darum handelt, weil sie wirklich stark nach Allianz aussieht, oder es ist vielleicht sogar eine Blutsväterwaffe. Also da habe ich auch echt keine Ahnung und da kann ich auch nicht wirklich raten. Hier seht ihr die neue Pistole und direkt dahinter dann noch die Railgun nach einem Weapon Drop. Und wo wir jetzt schon dabei sind, gucken wir uns die auch gleich nochmal in der Ego-Sicht an. Und zwar wird die hier direkt aufgeladen, weil in dem Post von BS Angel hat sie erwähnt, dass man die Waffe aufladen muss. Und der Schuss, der schlussendliche Schuss, ist dann so eine Art Mischung aus einem Spartan-Laser und einer Brute-Shot. Also das Teil verschießt sozusagen Plasmagranaten, die direkt beim Auftreffen dann explodieren und Fahrzeuge komplett wegschleudern können. Wenn ihr die in Aktion sehen wollt, dann guckt euch einfach nochmal das Beta-Gameplay an. Wir haben es da in der Beschreibung verlinkt, wann die Waffe benutzt wird. Und des Weiteren sehen wir auf dem Bild direkt vorne natürlich noch den Ghost. Der hat sich auch kaum verändert, wie es ausschaut. Und links oben, wo dieser
grüne Marker was anzeigt. Das ist ein Weapon Drop, der gerade runterkommt. Also die Teile werden tatsächlich abgeworfen. So viel jetzt eigentlich schon mal zu den Screenshots. Machen wir weiter im Text. So, machen wir mal weiter mit den Skins. Und zwar hier sehen wir dann eben noch zwei neue und zwei Embleme. Der Raptor-Skin links ist ja eigentlich auch bei Best Buy verfügbar. Ich habe keine Ahnung, warum hier Mighty Ape Exclusive steht. Aber den Pulse-Skin gibt es offensichtlich nur da, genauso wie die beiden Embleme Bonebreaker und Assassin. Beim Helm frage ich mich jetzt, was da los ist, weil hier steht der Helmname und der heißt offensichtlich Locust. Aber was ist der Skin dafür? Oder heißt der Skin jetzt Locust? Also ich weiß echt nicht. Weil eigentlich handelt es sich dabei ja nur um die Skins, nicht um die Rüstung. Also man bekommt nicht die Rüstung, wenn man vorbestellt, sondern nur die Skins. Im Endeffekt, es wird so viel Zeugs geben, es ist nicht unbedingt nötig vorzubestellen, meiner Meinung nach, nur um jetzt den oder den Skin zu bekommen. Jetzt noch was zu den Loadouts. Wenn wir uns hier dieses Bild angucken, dann sehen wir links erstmal, dass es bis zu fünf verschiedene Loadouts gibt, die auch freigeschalten werden müssen, wie es aussieht. Ich bin nicht sicher, ob man die frei kaufen muss oder sie per Rang irgendwie frei bekommt. Auf jeden Fall kann man sie selber benennen. Da steht ja auch Power of Fire und Sniper. Rechts sehen wir dann eben, was dieses Loadout enthält. Also hier sind es in dem Fall das Sturmgewehr und die DMA, also zwei Primärwaffen. Dazu seht ihr noch was, warum das geht. Frag Grenade, also die Splittergranate. Auto Sentry ist dieses Geschütz, von dem ich euch vorhin erzählt habe, als Armor Ability. Dann Firepower im Tactical Slot. Diese Möglichkeit erlaubt euch eben, die beiden Primärwaffen zu nehmen und None in dem Support Upgrade, also nichts. Wenn wir jetzt in die Unterkategorie gehen von den Armor Abilities, dann sehen wir hier erstmal, gerade ausgerüstet ist das Auto Sentry, also das Geschütz, kann man hier unten sehen bei Equipped. Dann gibt es noch die Promethean Vision, also das ist diese Forerunner-Sicht, mit der man durch Wände sehen kann. Ein Regeneration Field, also ein Regenerator zum Tragen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber wenn ihr euch an Halo 3 erinnern könnt, da gab es ja diese Regeneratorteile, die man rausgeworfen hat und dann hat Teamkameraden und einen selber in einem bestimmten Radius eben geheilt oder auch Gegner. Ich gehe mal davon aus, dass es ungefähr sowas sein wird, aber eben zum mit rumschleppen. Hologram ist auch klar. Hardlight Shield habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Vielleicht ist es sogar was zum Aktivieren und Deaktivieren, also dass man nicht die ganze Zeit damit rumrennen muss. Und ich gehe auch mal davon aus, dass man dann die Waffe vielleicht nicht benutzen kann, während es aktiviert ist. Also irgendeinen Nachteil muss es ja haben. Active Camouflage ist einfach das Tarnfeld und Thruster Pack ist dann ganz simpel gesagt einfach der Jetpack. Beim Tactical Field seht ihr hier erstmal Firepower, das ist ja gerade eben ausgerüstet worden. Darum kann er ja eben die beiden Primärwaffen mit sich rumtragen. Resupply bedeutet, dass er mehr Munition dann eben im Anschlag hat, also nicht so schnell leer geht. Bei Grenadier denke ich mal, dass es mehrere Granaten zur Verfügung gibt, also ich meine, dass er mehrere Granaten mit sich rumtragen kann. Awareness weiß ich nicht, was es sein soll. Vielleicht irgendwie ein verbesserter Radar oder sowas. Shielding lässt das Schild schneller aufladen, soweit ich weiß. Und AA Efficiency, also Armor Ability Efficiency, gibt den Armor Abilities mehr Saft, also man kann sie länger benutzen. Wie ich vorhin erwähnt habe, gibt es in letzter Zeit auch Gerüchte, dass Halo 4 für den PC kommen soll. Okay, ich meine, man kann sich jetzt vielleicht durch dieses Bild hier denken, warum die aufgekommen sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass 343 jetzt Halo für den PC macht. Weil ihr seht ja hier System Requirements forthcoming, also Systemanforderungen folgen. Also, nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es hieß ja auch, dass es für die neue Xbox nochmal rauskommen soll und es macht meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Selbst wenn es jetzt neue Entwickler sind, warum sollten sie anfangen, das Spiel auf dem PC, also auf eine komplett andere Plattform zu bringen? Da bräuchten sie ja auch wieder komplett andere Programme. Dann hieß es, oh, das Spiel sieht scheiße aus für einen PC oder so. Das wäre doch viel zu viel Arbeit. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Die letzten beiden Bilder, die ich euch jetzt noch zeigen wollte, stammen aus dem neuen Xbox Dashboard Theme von Halo 4 eben. Und zwar hier sehen wir den Pelican auf diese Forerunner oder Blutsväter-Gebilde zufliegen. Sieht ziemlich atmosphärisch aus, also ich bin mal gespannt, wie das im Spiel rüberkommen wird. Aber viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wollte euch einfach mal so ein paar Impressionen dazu zeigen. Und dann eben noch dieser
Kontrollraum oder so vielleicht. Und hier vorne steht ganz klar der Chief. Letztens dachte ich mir noch so, wow, geil, wenn man neue Infos zu Halo kriegt, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes. Aber dann habe ich mal drüber nachgedacht, wie viel Potenzial eigentlich in der ganzen Story steckt. Also, was die Entwickler da alles rausholen können. Da gab es ja dann die Diskussion um die Precursor und wer jetzt eigentlich der Gegner ist, wer alles erschaffen hat sozusagen. Ich freue mich wirklich unglaublich auf die Kampagne und wie die Story eben weitergeht. Und ich hoffe mal, ihr tut's eben auch. So viel dazu der Ausgabe. Wie immer sage ich am Schluss, wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie an Mike Koper, also an mich. Und nein, ich heiße nicht Mike, ich heiße Marcel. Das ist nur mein Ultra-Ghetto-Gangster-Fresher-DJ-Name, aber das tut nichts zur Sache. Und wenn ihr so irgendwelche Fragen zu uns habt, dann schickt sie ganz einfach an Jim Raid. Hoffentlich hat es euch gefallen und bla bla bla, Schleimerei, was weiß ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe mal, ich werde bis dahin wieder gesund. Haut rein!